Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 3, das Remake blind. Und das am 3.4.2020. Ja, das Spiel ist heute erschienen für PlayStation 4, für die Xbox One und für den PC. Für den PC sowieso früher. Und ich habe schon gesehen bei YouTube, es hat schon jeder Arsch angefangen zu spielen und das regt mich auch schon wieder so auf. Naja, auf jeden Fall, wir spielen jetzt das Remake, ich hab richtig Bock darauf, und wem das Ganze gefällt, kann eine Unterstützung da lassen. Bevor wir spielen, Option. Kamera. Hier, Audio. Guck ich gerade mal. Untertitel an, ja, okay. Neues Spiel. Also ist hier. Für Spieler, die neu bei Resident Evil sind. Zielhilfe, teilweise Autoerholung der Gesundheit. Gegner sind etwas schwächer. Sturmgewehr bereits ab Anfang des Spiels. Mehr Munition durch Herstellen. Für Spieler, die sich ihres Könns sicher sind. Stärkere Gegner, Munition, Objekte sind knapper. Weniger Munition durch Herstellen. Ich bin auch Standard. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Wütende Mobs ziehen durch die Stadt, legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unruhen. Menschen werden verprügelt, Geschäfte geschlossen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ey, können wir uns jetzt ernsthaft bewegen? Alter, was für ein Intro! Das habe ich auch schon mal als Trailer gesehen sogar. Der Fernseher, okay. Was war sonst hier noch? Eine Kaffeetasse, Tabletten, ein Rekorder hatte ich auch bei mir mal. Alter, was liegt denn hier alle drinne? Alles, was eine Frau braucht. Ja, schauen wir uns mal hier noch ein bisschen weiter um. Ich glaube, hier haben wir recherchiert über die Person und herausgefunden, wer so ein Raccoon City ist und so, ja. Und dann hat man gesehen im Intro sogar hier, Nemesis. Ja. Haben wir hier eine Zeitung? Okay. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu all die Zuschauer, die jetzt gerade eingeschaltet haben zu einem Survival-Horror mit ein bisschen Action. Es lässt sich irgendwie doch anders steuern. Okay. Reiche überhaupt raus.
Hier ist ein Paket. Kann ich überhaupt hier aus die Tür gehen? Hä? Oder muss ich da was am Fernseher machen? Ach, hier! Darf ich jetzt bitte aus die Tür gehen? Das wäre mal bitte gut. Ja, das würde mich freuen. Nee, darf ich nicht. Was muss ich denn hier machen? Oh, eine Soundanlage. Sieht auch schon ganz cool aus. Vor allen Dingen, was ist das hier? Musik-CDs, wa? Ja. Oh, das haben wir zugemacht. Ah, hier. Das sind wir, Jill Valentine. Sag mal, haben wir das gerade geträumt? Ich glaube auch. Ich war in meinem Traum. Okay? Noch 3 Tage. Kann mich diese Stadt mal. Was haben wir hier? Jills Bericht. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein bisschen von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Was ist das denn? Okay. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Notfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat, oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resigniert waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein.
Okay. Was haben wir hier? Notizen zu Ermittlungen. Umbrella. Pharmakonzern höchster Marktanteil. Der Branche verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen. Unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arklay Forschungseinrichtung fand noch vor dem Willenzwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister waren kontrollieren praktisch die Stadt. Ach ja, ich habe ja den zweiten Teil schon mal Let's Play, das Remake. Und das hier ist jetzt der dritte Teil. Und sonst noch was hier? Anscheinend ist das ja hier meine Wohnung. Fernseher läuft ganz normal. Ich glaube, das war auch einfach ein Traum. Jetzt sind wir hier. Okay. Ich genehmige mal einen Schluck Kaffee. Was haben wir hier? Eine Pizza? Eine Suppe? Kaffee? Boah, Alter. Was geht denn hier? Okay. Jetzt hat man den Kühlschrank. Jetzt will ich das bitte mal sehen. Wow. Voll viel noch. Wahnsinn. September, 20:07 Uhr, Raccoon City. Okay. Wer kann das sein? Brief von einem Kollegen. Angel Valentine. Hey du, Ars, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es gibt das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zu sehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Wilkers Stars Alpha Team. Für immer und ewig. PS, musst du diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Ja, ich gehe da gleich hin. Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer, Umbrella? Ich weiß es nicht. Es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf, ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, oder was immer, die auch mit Leuten wie mir anstellen, muss unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag, dann findest du alles, was du wissen musst. Solange dieses
Päckchen nicht abgefangen wird, ich werde nachts hier rausgebracht. In 5 Tagen wünsche mir Glück. Okay. Ich geh mal ans Telefon. Okay, ich komm schon. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Ach du Scheiße, wir müssen abhauen! Vor Nemesis! Was zur Hölle? Unmöglich! Dieses Ding ein Mensch? Was bist du zur Hölle? Ohne Scheiß, was bist du wirklich? Ich glaube, das ist wirklich Nemesis, keine Ahnung. Ich kenne das Spiel ja nicht. Naja. Renn, Jill! Alter! Wie krass ist das denn? Die ist ja auch im ersten Teil schon bekannt und im Teil 0. Aus der Stadt fliehen. Klar. Jill? Hier drüben! Brad! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den 2 letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Passiert. Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Alter. Krasses Ding. Hey, warte! Hier unten! Verdammt nochmal! Träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Alter, ich hau ab und tschüss. Die Tür hinten los. Ja. Oh, Scheiße. Scheiße. Leg mich dran. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab!
und versau's nicht wie ich. Geh! Na toll. Komm, du wirst jetzt erstmal dran glauben. Nein! Fuck you! Alter, komm! Ich hau ab. Nee, das riskier ich nicht. So, wohin? Na toll. Alter, wohin soll ich? Ach, hier durch. Nein, nein, mein Freund. Jetzt habe ich keine Lust mit dir zu spielen. Oh, Munition nehme ich gern mit. Absolut. Naja, ich mache mal einen kurzen Cut. Bis gleich.